Ja, es war schon ein komisches Gefühl. Also eigentlich denkt man ja, Mensch, es ist Saison, man möchte wieder loslegen. Auf einmal heißt es nein. War schon komisch, erstmal das zu realisieren, dass man erstmal nicht mehr arbeiten darf, obwohl man voller Vorfreude ist auf die Gäste, auf die Saison. Und ja, dann hieß es zu. Ja, wir haben die Zeit genutzt. Wir sind nicht in Kurzarbeit gegangen. Wir haben so ein bisschen den Laden von außen verschönert. Mein Merlin hat Hochbeete gebaut. Ich habe einen frischen Kräutergarten jetzt da. Also er ist komplett besät worden. Unsere Annette, die hat die Strandkörbe, also wir haben Strandkörbe geholt, die hat sie aufgefrischt, jetzt modernisiert. Jetzt haben wir vor der Tür noch ein paar Strandkörbe stehen. Wir haben die Außenwände gestrichen, wir haben über den Winter ein neues Dach gekriegt. Also optisch haben wir ein bisschen was geleistet. Nicht so gut. Wir waren natürlich erstmal wie alle anderen Kollegen in einer Schockstarre, weil wir das nicht fassen konnten. Aber dann haben wir überlegt, was können wir machen, dass wir noch weiter stattfinden für unsere Gäste. Und ich habe dann eine Kooperation mit unserem Getränkemarkt gemacht. Dort kann man unser hausgemachtes Sauerfleisch im Glas bekommen. Und viele Gäste haben das dann auch da genossen. Wir haben uns entschieden, keinen Außerhausverkauf zu machen, weil wir hätten dann den ganzen Laden anschmeißen müssen. Wir haben Übernachtungsgäste gehabt, die geschäftlich hier zu tun hatten. Und ich war jeden Abend hier in der Küche und habe die kalte Platte nach Art des Hauses gemacht, die sogenannte Corona-Platte. Ja, schwer zu sagen, ne? Ist so ein gemischtes Gefühl irgendwie. Einerseits hat man irgendwie so, es war alles sehr, sehr ruhig, aber es fehlte eben so viel. Also wir haben die Zeit aber produktiv genutzt, also dementsprechend war die Terrasse noch nie so Chico aufgeräumt und vorbereitet. Also ja, es ist ein Mischgefühl. So. Ich bin im guten Kontakt mit unserer DEHOGA-Kooperation. Dort haben wir regelmäßig Informationen bekommen. Ich habe einen Hygieneleitfaden erhalten, habe eine Hausordnung für unsere Hotelgäste erstellt. Wir haben hier mit dem Zollstock die Abstände abgemessen. Auf den Terrassen haben wir wieder bestuhlt. Das war ja auch noch alles nicht aufgebaut. Die Speisen sind wir durchgegangen. Was können wir anbieten? Und so sind wir jetzt heute mit der kompletten Karte wieder am Start. Also wir haben natürlich die Mindestabstände von den Tischen, ganz klar. Wir haben Tische rausgenommen. Es sind insgesamt 3 Stück bei uns und ja, fast alle Stühle tatsächlich, weil wir außen Sitzgelegenheiten haben und dadurch perfekt vorbereitet sind. Draußen auf der Terrasse ist es bei uns nicht so dramatisch, weil wir da eh nicht so vollgestellt sind. Und ansonsten waren wir schon vorher sehr gut, was Hygiene und dementsprechend sind wir da eigentlich schon relativ gut vorbereitet. Wir haben die Auflagen natürlich abgewartet und dann haben wir uns systematisch hingesetzt, jetzt auch mit unserem Chef zusammen, dass wir die Abstandsregeln einhalten können, dass wir Desinfektionsspende überall hingestellt haben, Stühle oder Tische 1,50 Meter auseinander, dass die Gäste sitzen können, dass die Toiletten, dass da nicht so viele Gäste auf einmal reingehen können. Wir haben überall Beschilderungen aufgehängt. Im Prinzip die ganzen Anforderungen, die da sind, erfüllt. Wir haben Gäste darauf hingewiesen, dass sie reservieren müssen, dass sie bei Betreten des Restaurants gerne einen Mundschutz tragen sollen. Am Tisch brauchen sie es dann ja selbstverständlich nicht. Ja, die ganzen Dinge, die jetzt halt angefallen sind. Na, grundsätzlich, dass man erstmal mit einer Maske natürlich reinkommen muss, leider. Aber ansonsten versuchen wir alles so gut es geht, was Treibgut ausmacht, auch wiederzugeben. Das heißt, wir haben trotzdem noch Speisekarten, die natürlich einlaminiert, aber ansonsten bleibt alles beim Alten. Also das heißt, es soll gemütlich noch sein, es soll noch Atmosphäre sein und ja, es werden nicht mehr so viele Gäste einfach da sein, aber es wird trotzdem, hoffe ich, die gleiche Stimmung aufkommen. Ja, dass wir zum Beispiel gar nicht mehr so viele Gäste bewirten können, wie wir es im Normalfall können. Wir müssen jetzt irgendwie mit einer Zeitangabe arbeiten, damit wir halt auch ans Betriebliche denken und mehr Gäste unterbringen in 2 Schichten, dass man jetzt auch eine Zeit mitgibt, 2 bis 3 Mal den Abend so besetzt und
Wir werden auch in den Sommerferien wahrscheinlich den Mittag öffnen, damit wir das einfach ein bisschen überbrücken können. Die Gäste müssen Geduld mitbringen. Sie können nicht einfach ins Restaurant kommen und sagen, ach, ich möchte jetzt schnell einen Platz, ich habe gar nicht so viel Zeit, ich möchte gleich wieder los. Also den Zahn können wir jedem ziehen. Also sie müssen tatsächlich Zeit mitbringen und die Spielregeln befolgen. Ja. Also dadurch, dass wir ja ein Betrieb sind mit sehr großer Fläche, mein Vater hat ausgemessen 650 Quadratmeter, müssen sich die Gäste einfach nur mit den Abstandsregeln einschränken. Ansonsten sollte man unser Lokal mit Mund- und Nasenmaske betreten. Am Tisch darf man die dann absetzen. Und sonst, sag ich mal, alles in gewährter Form. Wir haben entsprechende Schutzvorrichtungen, dadurch, dass wir ja schon immer HACCP gelebt haben. Und das haben wir jetzt ein bisschen modifiziert. Und deswegen sind wir auch heute am Montagmorgen schon gleich da und wollen jetzt auch durchstarten. Ja. Die Karte ist letztendlich genauso wie vorher geworden. Natürlich haben wir wieder neue Kreationen mit drauf gemacht. Jetzt mal ein schönes Eiderzanderfilet gebraten mit einem Blumenkohlpüree, konfierte Kirschtomaten, Basilikumpesto dabei. Ja, einen selbstgemachten Kartoffelgnocchi. Mal wieder was anderes. Aber selbstverständlich die ganzen Klassiker, die man hier bekommt, sind drauf. Wir haben unseren Veranstaltungskalender. Jetzt über Pfingsten gibt es auch wieder Haxen, Hähnchen, Spare Ribs, ja. Ja, das gute Schnitzel darf nicht fehlen und natürlich den ganzen frischen Fisch aus der Ostsee. Wir hatten schon vor der Krise eigentlich angefangen, unsere Speisekarte komplett zu ändern. Das haben wir jetzt auch gemacht. Also es gibt eine schöne, frische, neue Speisekarte. Und als zusätzliches Angebot haben wir in der Corona-Krise schon damit angefangen, unser Dinner im Auto. Und das werden wir auch fortführen. Dinner im Auto heißt, ihr bekommt ein exklusives Dreigangmenü in eurem Auto serviert. Das würde folgendermaßen ablaufen. Ihr parkt bei uns auf dem Parkplatz mit schönem Blick auf die Ostsee, kommt dann zu uns ins Restaurant, da bekommt ihr eure Starterbox mit Vorspeise, Dessert, Tischdecke, Blümchen, Kerze, alles was es braucht, dass ihr einen richtig schönen gemütlichen Abend in eurem Auto verleben könnt. Also wir haben ja sehr viele Freunde von unserem Schnitzel, das wurde auch schon ordentlich vermisst und es gibt bei uns die komplette Karte und neu sind die Spargelgerichte. Wir haben jetzt schon 4 Wochen Spargelzeit und jetzt haben wir gesagt, die anderen 4 Wochen, die bedienen wir und da haben wir auch einen großen Fanclub, die hier immer herkommen und unseren Spargel mit Schinken aus Darmdorf und Schnitzel oder auch mit einem Zanderfilet genießen möchten. Mhm. Also, dass die uns weiterhin die Treue halten und uns weiterhin besuchen. Wer uns hier nicht besuchen kann, der kann sich auch außer Haus Essen abholen. Aber was uns noch besonders wichtig ist, wir haben ja 80 Hotelzimmer und auch sehr weitläufig. Wir haben ja verschiedene Gästehäuser, sodass da auch Abstand gehalten werden kann. Und wir hatten ja letztes Jahr Jubiläum und dort haben wir eine 2-tägige Jubiläumspauschale entwickelt. Die kann man dieses Jahr auch noch buchen. Und vielleicht zieht es ja den einen oder anderen Schleswig-Holsteiner auch hierher an den schönen Wittensee. Man kann hier toll Radfahren, wandern. Ich selber habe mit meinen Kindern hier das Naherholungsgebiet entdeckt. Also ich kann auch tolle Tipps geben und würde mich sehr freuen, Sie hier bei uns begrüßen zu können. Wir kennen ja unsere Gäste, also dementsprechend wissen wir eigentlich schon, dass das die herzlichsten Menschen überhaupt sind. Wir hoffen natürlich, die jetzt neu dazukommen, dass die natürlich auch ein bisschen unsere Lage verstehen und wir natürlich versuchen, das Größtmögliche rauszuholen, was wir können. Aber dass es natürlich gegenseitiges Rücksichtnehmen auf alle bedeutet und dass es auch mal sein kann, dass man ein bisschen warten muss, einfach. Aber ansonsten einfach nur herzlich sein, das reicht uns aus. Ja, vielleicht ein bisschen Verständnis auch für uns, dass wir uns erstmal einrufen die nächsten Tage, gucken, wie es läuft. Und ich denke, nach einer Woche wird sich das schon ein bisschen einspielen. Einfach, dass Sie ein bisschen Geduld haben. Aber wir freuen uns auf Sie, freut, dass ihr alle kommt und uns besucht und ja. Ja, wie Svant ja schon sagt, ist Verständnis, glaube ich. Das ist das, was die Gäste mitbringen sollen und einfach mal ja, sich aufs Abenteuer einlassen. Ne?